Hi, da, was geht ab, Leute? Hong hier. Heute mit dem Recap zum Safari Zone Event im Zentrum Oberhausen. Ich habe hier noch ein paar Szenen, die ich einblenden will. Sprich, ich mache das hier jetzt ganz kurz und knapp, ganz knackig. Event, top. Lavita saftig, Voltilam gut, Janera cool, Macholis okay. Die Starter Kanimani unnötig, Bisasamo unnötig, Shigi, Glumanda unnötig. 2 Kilometer Eier, cool, aber auch relativ unnötig. Ihr wisst, ich hatte einen vollen Beutel. Einen Platz hatte ich frei, ich habe einen Dratini geschlüpft aus dem 2 Kilometer Ei, besonderen. Wenig Bonbons, wenig Staub, dementsprechend finde ich es relativ unnötig. Dann sind wir Scan gefahren, ich habe ein Ei von außerhalb bekommen, das war wieder ein 10 Kilometer Ei, sprich, mein Beutel war danach wieder voll. Den 10 habe ich natürlich nicht abgelaufen, sprich, ich habe genau ein besonderes Ei vom Event gebrütet, das war's. Aber halb so wild. Eine Medaille, für alle, die es interessiert, ansonsten auch nicht so wichtig. Da steht das Datum drauf, sprich, für die nächsten Events gibt es vielleicht eine neue mit einem anderen Datum, ich weiß nicht, ich bin gespannt. Für alle Medaillenjäger, dass die dann mehrere Medaillen bekommen. Dann Organisation, top, Shoutout und Respekt und danke an das Centro und an die ganzen Betreuer, an Sven und Vasili und was weiß ich, alle, die sich um mich gekümmert haben. Ich kenne leider nicht alle Namen, aber echt super freundlich und sehr engagiert. Ich habe vor kurzem von Philipp einen Reddit-Artikel zugeschickt bekommen, da hat einer seine Erfahrungen berichtet, wie die das Ganze organisiert haben, weil das haben echt die Spieler gemacht. Die haben sich darum gekümmert, haben Kontakt mit Centro aufgebaut und erstmal ein fettes Shoutout an Centro, dass die überhaupt auf die Spieler gehört haben. Und die haben halt Punkte genannt und versucht zu verbessern, damit das Event überhaupt stattfinden kann und gut laufen kann und sowas. Und auf jeden Fall fettes Danke an die und an ihr Engagement. Und alle, die zu Hause ein bisschen rumholen, wie zum Beispiel ein paar Münchner, die sich beschweren, dass Parsing sowas nie macht. Steht's auf, tritt's euch selber mal in den Arsch und organisiert da was. Also das haben die da gemacht und wenn ihr auch sowas wollt, dann müsst ihr halt auch mal selber was machen. Euch in Verbindung setzen mit Parsing oder so, was weiß ich. Auf jeden Fall Respekt dafür. Was gibt's noch? Julian, top. 100% Kagama, ich gönn's dir. Spieltrend endlich kennengelernt. Richtig korrekter Typ. Fetten Respekt an ihn, was er da alles gemacht hat. Richtig krass. Livestreams, die ganzen Walks, diese Fotoshoots. Mit in den Lounges abgehangen und Fotos gemacht mit den Fans und sowas. Und sein Blog hat auch noch aktualisiert und geschrieben die ganze Zeit. Und Material aufgenommen, also fetten Respekt an den Kerl, der ist echt krass. Und super nett, hat sich echt gut um mich gekümmert. Also einen neuen Fan hat er auf jeden Fall gewonnen. Zuschauer tipptopp, ich hatte mir am Anfang erstmal Sorgen gemacht, weil ich eigentlich nicht auf deren Level bin. Also Spieletrend ist so wie Goku und Julian ist so wie Vegeta. Und ich bin dann Krillin eigentlich. Anstatt dass er Ruffy ist. Und Julian Zorro und nicht dann Sanji. Bin ich halt Krillin, weil ich bin noch bei weitem nicht auf deren Level. Aber die Sorgen sind schnell weggegangen, weil ihr einfach der Hammer seid. Es sind so viele auf mich zugekommen und es hat mir eine Freude gemacht und euch eine Freude. So viele Fotos gemacht und Autogramme sogar geschrieben. Eine kleine Besonderheit, die ich hoffe, dass Spieletrend und Julian nicht gemacht haben, war Sprachnachrichten. Also ich musste so viele Sprachnachrichten geben an irgendwelche Leute, die zu Hause geblieben sind und denen die ganze Zeit sagen, dass sie nicht leiden sollen. Also Euda leider nicht so und so. War echt lustig, fand ich echt witzig. Ansonsten spieletechnisch, EP-technisch. Ich habe nur 250.000 gemacht, weil ich halt auch draußen war, scannen oder weil ich halt drin war, beschäftigt mit Fotos und sowas. Und natürlich, weil ich nicht immer Verbindung hatte. Das ist der nächste Punkt. Verbindung. Die haben sich halt echt gut gekümmert und es gab wenig Beschwerden, aber es gab trotzdem genug Leute, die keine Verbindung hatten, so wie ich. Trotz WLAN. Trotz Netz, also ich hatte die ganze Zeit Netz, 4G, alle Balken voll, aber trotzdem ging es irgendwie nicht. Aber das war echt die Ausnahme, also die haben sich echt drum gekümmert und es hätte auf jeden Fall viel, viel schlimmer sein können. Und in der Früh ging es noch, tipptopp. Am Abend ging es dann auch wieder, nur zwischendurch, wo halt der Höhepunkt da, wo alle da waren, ging es halt nicht. Aber auch nur an bestimmten Stellen, also es gibt halt echt so Stellen, tote Stellen, da konnte ich nicht hin. Also ich bin trotzdem hin, aber da konnte ich halt nicht rein ins Spiel. Und ich kann euch halt nicht sagen, welche Stellen, weil es war für jeden anders. Ich habe manche getroffen, die haben halt dort gechillt und die meinten, ja, da drüben kann ich nicht rein, ich kann nur hier rein und so. Und dann habe ich gesagt, genau hier kann ich nicht rein, aber dafür kann ich da und da rein und sowas. Also für jeden anders. Aber es hätte auf jeden Fall schlimmer sein können, also netztechnisch ging schon. Muss ich sagen, auf jeden Fall solide. Dafür sogar draußen, zum Beispiel Kaisergarten oder so, richtig schrecklich, also noch schlechter. Also da... Ich habe da kurz mal vorbeigeschaut und da hatte ich absolut, konnte ich überhaupt nicht ins Spiel rein. Wir sind zu einem 98% Janera gegangen.
Ich konnte einfach nicht ins Spiel rein. Irgendwann konnte ich dann rein, aber egal. Zum Glück, bei jedem Topspawn bin ich im Spiel gewesen, aber ansonsten schon ein bisschen leidend. Kaisergarten an sich, echt komisch. War so eine Art Streichelzoo, hat keinen Eintritt gekostet und war doch relativ weit weg vom Zentrum. Also ich musste mir schon eine Meile pressen, die mir nicht so getaugt hat, aber wie gesagt, kurz vorher geschaut an alle Leidenden ohne Ticket. Aber ohne Ticket hat sich's auch gelohnt, auf jeden Fall. Module waren alle an, viele Topspawns, also nicht nur die 100% Sachen von der Map, sondern auch allgemein die ganzen guten Sachen vom Event. Da konnte man viele Bonbons farmen, also wie gesagt, es lohnt sich auch auf jeden Fall ohne Ticket. Wie gesagt, es gab die Map, dadurch hat sich's natürlich noch mehr gelohnt, 100% Sachen. Für Prag ist die wieder am Start, dank dem GoMap-Betreiber. Und Philipp ist auch am Start in Prag, also für Map und IVs ist auf jeden Fall gesorgt, also das wird richtig saftig. Aber wie gesagt, ohne Ticket hat sich's gelohnt wegen Map, aber auch ohne würde es sich lohnen. Aber kleine Insider-Sachen, paar düstere Sachen, worüber Spieltrend und Julian nicht reden dürfen, wegen ihrem Image und so, aber ihr wisst, ich scheiß da drauf, ich bin der ehrliche Typ, von mir hört ihr alles. Aber ich habe ein paar Kollegen gehabt, die sind ohne Ticket da hingekommen, haben die Security bestochen und haben ihr Ticket bekommen. Es gab dann andere Leute, die haben öfters ihr Ticket geholt, entweder haben sie gesagt, dass sie beim ersten Mal in der Tüte kein Ticket hatten oder sind einfach irgendwann später nochmal gekommen und haben sich mehrere Tickets geholt und dann den Freunden weitergegeben oder verkauft oder so. Sprich, wenn man wirklich ein Ticket haben will für die Medaille oder so, kommt es einfach ohne Ticket. Irgendwie vor Ort findet ihr schon einen Weg. Ungelogen, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg und man hätte so leicht an ein Ticket kommen können. Also zum Beispiel Savasch oder Alex oder so, alle die ohne Ticket nicht fahren wollten, man hätte vor Ort easy irgendwie ein Ticket bekommen können. Aber das war's erstmal. Ich hoffe, ich habe alle Punkte genannt. Ich habe noch alle Pokémon in meinem Inventar. Die werden wir uns später noch anschauen und hoffentlich irgendwie durch ein Wunder 100% Kangama finden. Aber jetzt blende ich noch ein paar Szenen ein und das war's. So, ich habe mich von der Gruppe gelöst. Genug 100% gefangen. Jetzt muss ich ein paar YouTube-Aufgaben machen. Und da ist der Treffpunkt, die rote Lounge. Habt ihr gerade die blaue gesehen? Da ist ein Typ, der hat noch nie eine Kamera gesehen. Der ist fasziniert davon. Da vorne kommt die gelbe. Und dann habe ich gehört, nach der gelben kommt die rote. Endlich das Arbiter hier gefangen. Puh, hier geht's echt ab. Man. Jemand drängelt sich vor oder irgendwas. Es bekommt jeder ein Foto der Wähler. Aber bitte übertreibt nicht. Lasst jeden immer kurz ein Foto machen. Dann kommt der nächste, dass alles ruhig abläuft. Sonst müssen wir die Sache abbrechen. Da kann ich nichts tun. Die Security muss hier einen Job machen. Also einmal zusammen. Oh, wir stehen, das können wir auch machen. Das ist ja super, dann hat man auf jeden Fall mal Bild. Genau, ja, das machen wir dann. Aber bitte ein bisschen Abstand, einer kommt immer. Lass mal den Julian hier. Und das passt dann, ja? Julian, einmal warten. Okay, so. Soll ich jetzt hier vorne? Immer am David fangen, der kommt hoch. Wechseln. Schon wieder einer. Der kommt, muss er sich schützen. Okay, ich sag's nochmal, ganz kurz bitte. Der Reihe nach, immer einer, wir zu viert, in die Mitte hier, wir machen ein Foto. Du bist nicht mich zu filmen, Mann. Du bist drauf. Ja, das ist ganz vorne. Ich sag immer, einer, der rein kann. Die Dame wartet schon lange, wir fangen mit dem Tier erstmal an. Ja, das stimmt. Der Freund gleich gewesen. Ja, es geht schon. Es geht. Möglicherweise. Hast du heute schon das mit seinem Klavitern bekommen? Eins habe ich, aber es gab so viele, ich weiß nicht, welches du meinst. Ist du Julian? Ja, da hinten. So, das war's, glaube ich, vom Zentro. Ich verabschiede mich noch von an und dann gehen wir ein bisschen scannen. Guck, er juckt schon in den Fingern. Er haut gleich ohne mich ab. Perfekt ist relativ, ne? Was geht ab, Julian? Was machst du jetzt? Ja, wir wollten jetzt noch so ein Gruppenfoto machen mit den ganzen Karlsruhe. Ja, und so wir brauchen dich. Okay, weil ich wollte mich eigentlich jetzt gleich verabschieden. Echt? Ja. Ja. Aber machst du ein Gruppenfoto von uns? Ja, klar, ich kann noch warten. Das Foto kann ich schon machen. Weil ihr wart die Letzten. Ich hab jetzt auch mal noch ein Video gemacht.
nur gezockt heute. Ich habe auch noch nicht so viel gedreht. Ja, klar. Okay, Verabschiedung dauert noch. Hey, da haben wir viel zu wenig Zeit verbracht, hey. So ist es. Was ist das? Ist das ein Foto oder? Nein, nein, das ist meine Kamera. Hallo Kamera, bin ich jetzt im Video? Hey, da Leute, abonniert alle Spieletrend, ich sag's euch. Wenn ihr das Spieletrend abonniert, dann kannst du nicht weitergehen. Super saftig, mein Kanal. Wirklich, ich mach super saftige Videos. Und ja, genau. Kann man nicht abstreiten. Echt hart, harte Arbeit heute geliefert. Ja. Respekt. Da Hong war auch fleißig. Hab's versucht. Ich bin schon gespannt auf deine Ausbeute. Alles klar, ja. Ich wollte mich eigentlich nur verabschieden. Ich weiß nicht, ob wir uns morgen noch sehen. Deswegen. Ja, wird eng. Ich bin morgen noch kurz da. Ich fliege mit Air Berlin zurück und bei Air Berlin. Halt, lange Gelegenheit. Okay. Vielleicht übernachte ich auch nochmal hier, wenn ich nicht nach Hause komme. So, aber wir packen es jetzt ein bisschen scannen. Was ist das? Eben. Er weiß davon natürlich nichts. Aber wir fahren jetzt leider. Aber hat mich gefreut. Ey, ebenfalls. Also. Ich hoffe, man sieht sich wieder. Hoffentlich. Wird nicht das letzte Mal gewesen sein. Wien, meine alte Heimat. Hab da 4 Semester studiert. Oh. So, das war's. Spieletrend hat schon alles gesagt. Liken, subscriben, kommentieren. Event war echt top. Hat mich echt gefreut. War echt ein krasser Tag. Und wie gesagt, es lohnt sich auch ohne Ticket. Kommt's alle nach Prag, kommt's alle nach Amstelveen, was weiß ich. Schaut auf jeden Fall bei einem Event vorbei. Es lohnt sich. Es hat echt viel Spaß gemacht. Hat mich gefreut, Spieletrend endlich kennenzulernen. Mit Julian gechillt. Alles tipptopp. Mehr kann ich nicht sagen. Hat mich echt gefreut, alle zu treffen und mit euch ein bisschen abzuhängen. Ich habe echt eine weite Bandbreite an Zuschauern. Wundert mich echt und hat mich aber trotzdem gefreut. Was war das? Hat mich auf jeden Fall gefreut, alle Zuschauer zu treffen und hoffentlich sieht man sich irgendwann mal wieder. Aber das war's. Wie gesagt, liken, subscriben, kommentieren. Folgt mir auf Instagram, Facebook und Twitter. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.